Jetzt Herr Carstens, bitte. Weil ich würde gerne wissen wollen, ob Sie eigentlich für das Auswärtige Amt ähnliche Datenlecks in so einem Umfang ausschließen können und wenn ja, welche technischen Vorkehrungen im Unterschied zu den Ihnen bekannten amerikanischen dafür getroffen sind. Auch das habe ich heute Morgen veranlasst. Nicht nur erst heute Morgen, ich habe es heute Morgen noch einmal mit Nachdruck in unserem Auswärtigen Amt noch einmal gesagt. Seitdem wir ja nun auch von diesen Fragen wissen, haben wir ja uns auch schon in der Bundesregierung darüber unterhalten, was getan werden muss. Und die Frage, Herr Carstens, die Sie stellen, können Sie das ausschließen? Schauen Sie, wenn Sie Hillary Clinton vor 4 Monaten gefragt hätten, können Sie sowas ausschließen, hätte sie wahrscheinlich mit bestem Wissen und Gewissen geantwortet, natürlich kann ich das ausschließen, dafür gibt es keine Hinweise. Aber Sie sehen, es hat stattgefunden und das ist sehr beunruhigend. Und deswegen bin ich etwas vorsichtiger in der Einschätzung, sondern kann Ihnen nur sagen, was die Schlussfolgerung ist. Unsere politische Schlussfolgerung ist, dass wir erstens prüfen, kommt unsere Sicherheit, kommen unsere außenpolitischen Anliegen dadurch in Gefahr, kommen Menschen in Gefahr, unter anderem deutsche Staatsbürger in Gefahr, aber nicht nur deutsche Staatsbürger in Gefahr. Und das Zweite ist, welche Vorkehrungen müssen wir treffen, damit das, was vertraulich ist, auch vertraulich bleibt. Dann hatte ich eine Frage hier rechts, ich weiß nicht genau, wo. Da, bitte. Herr Westerwelle, 2 Nachfragen bitte. Die erste, die Formulierung Kasse machen, da wird Kasse gemacht. Wie weit geht das? Beziehen Sie da auch die Medien mit ein, die jetzt sozusagen zusammenfassend über diese Dokumente berichten, zum einen. Und zum anderen, Sie sagten, einige Dinge seien augenscheinlich falsch. Können Sie dafür noch ein Beispiel nennen? Naja, also es gibt lauter Sachen, die da drinstehen. Da steht zum Beispiel drin, ich hätte mich gegen bestimmte Änderungen beim Adoptionsrecht ausgesprochen. Das ist nun, wie Sie alle aus mehreren Pressekonferenzen wissen, nun wirklich falsch. Also ich meine, das haben Sie nun von mir x-mal gehört und mündlich und schriftlich auch gesehen. Auf so etwas beziehe ich mich, ohne aber jetzt mehr dazu zu sagen. Ich kann mich ja immer bisher nur auf diese Sekundärberichterstattung beziehen. Und ich meine ausdrücklich nicht die Frage von Medien, die über einen solchen Vorgang berichten. Das meine ich ausdrücklich nicht. Ich weiß nicht, wie ich handeln würde, wäre ich Journalist, so etwas passiert und ob ich nicht dann auch meiner Informationspflicht nachgehen müsste, diese Dinge, die jetzt auf dem Markt sind, auch zu verbreiten, auch wenn das denen, die es betrifft, natürlich nicht gefallen kann. Darauf beziehe ich mich nicht. Nur wir wollen mal nicht so tun, als wäre diese Einrichtung einer solchen Plattform, das Erwerben von illegalen Daten, als wäre das alles ein altruistischer Akt für Meinungsvielfalt, sondern das sind natürlich auch Interessen, die mit einer Rolle spielen. Und das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass es eine Sekundärberichterstattung gibt, wenn so ein Vorgang stattfindet. Wer soll denn da als Journalist dann dran vorbeigehen können? Das ist ja auch völlig normal. Trotzdem werden Sie mir nachsehen, dass ich es in jeder Form verurteile, dass solche Daten überhaupt erst veröffentlicht werden, sprich, dass man solche Daten an sich nimmt, über krumme Wege erhält, unter Verstoß eigentlich gegen jeden Datenschutzgesichtspunkt, den wir alle gemeinsam verfolgen, und dass das natürlich dann auch Menschen wirklich in ganz große persönliche Schwierigkeiten bringen kann. Bezieht sich ausdrücklich nicht auf die Sekundärberichterstattung. War Ihre Frage noch aktuell, Herr Monat? Okay, erledigt. Noch Fragen zu diesem Thema? Dann Herr Westerwelle, Rob Schafelberg von Telegraaf, Amsterdam. Sie machen sich anscheinend also Sorgen über Datensicherheit und über Datenlecks. Machen Sie sich auch Sorgen, wenn es geht um Recht und Gesetze in Deutschland, um die Weitergabe von also Zehntausende personenbezogene Daten aus Deutschland während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 nach Amerika? Ich kann zu dem Vorgang oder zu der Frage, die Sie stellen, nichts sagen, weil es mir derzeit an Wissen dazu fehlt. Kann ich Ihnen zurzeit nichts sagen. Kann ich keinen Kommentar abgeben. Bitte Sie, die Frage nochmal an die zuständigen Stellen der Regierung zu stellen. Bedeutet das, dass also Ihres Erachtens also die Weitergabe dieser personenbezogenen Daten, also Zehntausende Datensätze von Personen,
Würde das Ihres Erachtens also generell gegen Gesetz, deutsches Recht verstoßen? Ich kann Ihre Frage nicht kommentieren, weil ich den Sachverhalt, den Sie einführen, nicht ausreichend kenne, um ihn zu bewerten. Keine weiteren Fragen zu dem Thema. Dann kommen wir zum Thema Hamburg nach dem Scheitern von Schwarz-Grün. Keine Frage? Doch, Herr Bonka? Und ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Herr Westerwelle, finden Sie es denn glücklich, dass mit Hamburg, wo die Partei, Ihre Partei ja häufig genug in letzter Zeit den Spitzenkandidat gewechselt hat und wo Sie über wenig parlamentarische Tradition verfügen, dass da der Auftakt zu dem Superwahljahr 2011 für Sie gelegt wird, wo manche ja in der FDP immer noch denken, das überstehen Sie nicht als Parteivorsitzender? Ich bin sehr froh darüber, dass in Hamburg neu gewählt wird, weil es die Chance gibt, dieses Gewürge und diese Hängepartie zulasten dieser wunderbaren Hansestadt auch zu beenden. Und wir sind in Hamburg gerade auch mit dem Rückenwind durch unsere Klarheit in der Bildungspolitik gut vorbereitet auf einen solchen Wahlkampf. Es sagt auch einiges aus über die Grünen. Die Grünen sind gegen alles, auch gegens Regieren, wenn es schwer wird. Ob Sonne oder Regen, die Grünen sind dagegen. Herr Kirschner, bitte noch dazu. Ja, Herr Westerwelle, als die FDP in einem großen Hoch war, war Hamburg der einzige Landesverband, der keine Abgeordneten in die Bürgerschaft geschickt hat. Jetzt ist die FDP im Tief. Woher schöpfen Sie Ihren Optimismus, dass die FDP in die Bürgerschaft kommt? Sie sehen ja gerade, dass antizyklische Entwicklungen möglich sind. So, das lassen wir uns doch nicht darüber spekulieren. Wir haben, werden wir doch sehen, in ein paar Wochen wissen wir es. Ich bin ganz froh darüber, dass wir jetzt die Chance haben, dass es in Hamburg einen Neuanfang geben wird. Sicher ist aber noch die Frage. Noch eine Frage, ja. Herr Westerwelle, auch noch mal zu Schwarz-Gelb in Hamburg. Ist das, was dort passiert ist von Seiten der Grünen, auch ein Denkzettel für die CDU aus Ihrer Sicht? Kann man so sagen. Keine weiteren Fragen? Dann was nicht zusammengehört, kann nicht zusammenbleiben. Eins ist doch klar. Das müsste jetzt auch jeder selbst in der Union gesehen haben. Schwarz-Grün passt zusammen wie Lakritz und Spinat. Guten Appetit. Vielen Dank.